So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Ich habe den nochmal dabei. Hallo nochmal. Und wir gucken uns heute an Burn gegen Lance. Ja, kann schnell gehen, kann aber auch ewig dauern. Ja, genau das. Also, ist, glaube ich, ganz interessant, weil es auf der einen Seite natürlich sowas wie Price of Progress hat. Ja. Das tut halt weh. Oh ja. Oh. Ja. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, Burn macht halt nichts gegen einen Early-Marit-Lage. Gar nichts. Und generell macht Burn nichts gegen Marit-Lage. Außer der den Gorn vielleicht im Sideboard. Ja. Der Ensnaring Bridge im Sideboard. Auch. Und so oder so. Oh, Malik noch 5. Ja, der ist schon mal hart, ey. Hat du da auf jeden Fall nett gut. Wer fängt denn an? Ja. Hoffentlich Burn. Sieht nach Lance aus. Wasteland ist super. Ja. Wasteland Mox. Jo, wird erklärt, man kann sie lesen. Ja, ist ja auch neue Leute bei Magic. Ja, und dann direkt gegen Lance, ey, da kannst du dich gerade erschießen. Ja, geht so. Es gibt schlimmere Decks, gegen die du schwer erst mal spielen kannst. Ich erinnere mich an Leute, die als allererstes Matchup Storm gegen sich hatten. Ja. Ich habe die neuen auch gern mit Pox genommen. Mhm. Die haben direkt richtig Spaß am Leben gehabt. Und dann kommt die Similary. Ja, die ist aber, glaube ich, japanisch. Dann so, ja, okay, darf ich die nicht lesen? Ja, okay, die ist japanisch. Das ist genau das, weshalb ich damals den Blackie Talk gemacht habe und gesagt habe, ja, ich versuche in einem Deck, was ich auf Turnieren spiele, möglichst englisch zu bleiben. Ja. Weil jetzt ist es halt wirklich so, eine japanische Karte zu erklären ist schwer. Und gerade die Library klingt halt nach nicht unbedingt einer Karte, die man einfach hat. Vor allen Dingen eine interessante Frage, wenn du sie dann auf einmal falsch erklärst, eine relevante Sache falsch erklärst, das ist dann die Frage, wie wird das gehandelt? Kommt drauf an, wenn es relevant ist, wird dir erstmal erklärt, dass du das tunlichst nicht nochmal tun solltest, ansonsten wird dir Cheating unterworfen. Stimmt. Und dementsprechend, vorgeworfen, nicht unterworfen. Und dementsprechend hier die Frage, wie schwer es ist. Sim Library ist natürlich, wir können als Zusätzliche Karten pro Runde zwei weitere Karten ziehen und müssen dann zwei Karten von der Hand auf Deck legen. Können aber auch Karten auf der Hand behalten. Für jede, die wir behalten, müssen wir 4 Schaden nehmen. Mhm. Da kommt 2 Damage durch einen Goblin Guide. Oh, das willst du aber auch nicht ziehen, den Crow Mox. Nee, der Mox ist jetzt richtig bad. Auf der anderen Seite kann man jetzt natürlich mehr so mit der Sim Library so ein bisschen die Top-Decks freizuhalten. Ja. Am besten wäre halt ein Fetchland oben drauf. Um den Mox wegzukriegen, ja. Ja, um den Mox wegzukriegen. Oder generell, um schlechte Karten wegzukriegen. Ja, hier ist jetzt die Übertragung. Man könnte jetzt auch Crop rotaten, glaube ich. Da wurde auch, glaube ich, gerade überlegt. Mhm. Aber also auf jeden Fall ein Duel. Eine rote Karte, glaube ich. Ist das ein Gamble? Boah, Gamble. Ich hab ewig kein Gamble mehr gesehen im Lens. Spielen die noch? Ich weiß nicht. Mensch, Florian, halt die Karten mal so, dass man die lesen kann. Ja, Mann, echt so. What? Gegen Burn geht der erstmal runter auf 10. Alter. Es war ein Fetchland. Dann kommt der Mox. Mox discardet das andere Land. Und die Crop. Wow. Man braucht halt nur irgendwas, was halt irgendwie einen Dark Dwarf macht und dann hat man halt schon... Ja, du gehst jetzt halt hart auf Marit-Lage, ne? Ja, also muss man halt Flo auch. Müsste auf 10 sein. Ja, Flo ist auf 10. Und wir haben Burn. Du kannst natürlich auch einen Chasm holen. Oh ja. Aber das ist halt auch so, Willst du halt nicht, weil es eigentlich 2 Dinge ist. Oh mein Gott. Die Spieler können keinen Lebenspunkt mehr erhalten und wenn ihr einen Vortex spielt, macht er 5 Schaden. Der Vortex, sehr, sehr gute Karte. Auch, ich glaube, eine der neuesten Karten in Burn aus Zendikar Rising, oder? Ja, müsste eine ganz neue Karte sein. Also ich habe sie mir mal aus Anführungszeichen Jux und Dollerei geholt. Ja. Halt für einen UR-Pool zum Haben. Nicht so verkehrt. Ja, das ist der Draw. Rückst du die mal rein? Und dann geht's. Puff, das ist natürlich jetzt echt hart, ne? 7, ich glaube, da. Ja, der Vortex macht jetzt wenigstens noch mit Damage. Viel Zeit hat man nicht mehr hier.
Das ist halt auch was, wenn sehen. Die Hand jetzt nicht wirklich super schlechte Karten sind, sind das halt 7 Damage. Ich sehe auf jeden Fall schon Chain Lightning. Ja, das 3, das sind wahrscheinlich. Ist das 2 Crop Rotations? Oder 1? Ja, auf jeden Fall Punishing Fire. Aber ich glaube, ja, die Zeit hat man nicht. Nee, der wirst du einfach ins Gesicht totgeschossen. Vor allem ist es eigentlich beim Whirling Vortex, each player can't gain life, also player can't gain life, also oder you can't? Players, meine ich, aber du musst es ja aktivieren. Für den Zug. Das stimmt. Könnte man wirklich sagen, okay, ich krieg kein Leben. Dann müsstest du aber an jeder Upkeep sagen. Nee, du kannst ja darauf reagieren. Nee, kannst nicht Teil der Sachen. Kosten. Ja, ja. Und darauf kann man immer noch reagieren und dem Leben geben. Stimmt. Schade. Schade, Schokolade. Auf der anderen Seite hier jetzt halt Beat, ja, machst Ping. Machst du jetzt nicht viel. Nee, es wirkt halt okay, Fetch. Ouch. Ouch. Das ist jetzt halt Doppel Lightning Bolt und du bist tot. Yes. Und das tut halt weh. Jo. Das ist die Frage. Du hast aber in Lands auch überhaupt keine Life Gain Engine. Nö. Was noch nicht mal Sword, dein Marit Lage. Ne, du könntest Schwarz spielen und könntest Rite of Consumption spielen, ja, statt ja, Fling. Wie wir ja wissen, was Lance hier spielt mit Fling. Stimmt, hat er ja im Sideboard. Yes. Ja, ist halt Rite of Consumption, aber dann musst du Mox haben, der dir das Mana macht. Ja, Schwarz. Also das ist halt schon... Oder das Boyuka-Bock. Boah. Ja, hier ja, dann kannst du auch Urborg im Sideboard spielen. Ist auf jeden Fall ein Punishing Fire. Ja, da war ja noch ein Drop auf der Hand. Du kannst dich jetzt halt relativ gut... Das müsste halt jetzt heißen, man hätte keine 2 Burns, weil er auf jeden Fall noch ein Flink-Speer. Oh. Price macht halt nicht so viel. Price macht halt genau gar nichts. Wenn das Schlepper anstellt, ja. Und der croppt jetzt einfach für das Chasm. Er targetet mit dem Wasteland sein... sein Grove. Aber dann hat er halt seine Engine mit dem Punishing Fire verdaddelt. Ja. Ich meine, du kannst ja eh das Wasteland wegcroppen für das Chasm. Dann kriegst du ja auch keinen Schaden mehr. Musst aber zusätzlich Land opfern, wenn das Chasm ins Spiel kommt. Deswegen, also es ist nicht so geil. Ich glaube tatsächlich einfach Wasteland auf das Ding und dann das Ding wegcroppen in einen... Es ist halt saueng mit 6 Leben. Also hier, ich glaube, die acht Leben zu ziehen war schon... Das war ballsy. Das, ja. Anstatt einfach nur das Fetchland zu nehmen. Okay, man war eh schon so weit hinten, weil man nur auf 5 war. Leck mich an den Sack. Ja. Da wird jetzt überlegt. Was mache ich jetzt? Ja, es ist halt wirklich schwierig. Und das finde ich bei Legacy immer ganz schön. Kleinere Karten wie Price of Progress, 2 Schaden für das Non-Basic Land, resultieren in einem Gedankenfluss, der immens ist. Ja, ja, vor allen Dingen die Möglichkeiten, die man hat, das ist halt... Ein Leben. Crop das weg. Stimmt, man kann die Crop auch einfach auf das Groove spielen, spielt das Chasm und sackt das Wasteland weg. Jo. So, ein bisschen Erdbeben. Ja, hier wird nochmal genau erklärt, wann genau Schaden ist und wann der Schaden nicht ist. Weil der Spell ist noch auf dem Stack und erst beim Resolven wird nachgeschaut, wie viele Non-Basics sind und dann fügt es den Schaden zu. Wissen wir, ob du. What the? Ja, Copy and Forest. Copy and Forest und dann. Nimmt man 2 Schaden. Nimmt man 2 Schaden, das ist ein schlechter Burn-Spell für 2 Mana und dann hat Sina noch ein Chain Lightning auf der Hand. Den sollte sie aber tun, nicht erst schießen, wenn die angegriffen hat. Ja, und das richtige Mana getappt hat. Ja, stimmt. Wir sind Florian jetzt. Genau, Spell ist weiterhin auf dem Stack. So, machen wir jetzt. Mit einem Punching Fire auf der Hand macht man nicht so viel. Ich glaube, man kopiert ja einfach einen Forest oder einen Mountain. Ja, stimmt. Man kann auch einen Mountain kopieren, man, der ist selber rot. Ja. Da nimmt man sich aber einen schönen Mountain.
Ich glaube, das ist irrelevant, welchen Namen man hier nimmt. Der wird immer noch aussehen wie ein Assessment Sage. Oh. Stimmt auch wieder. Ja, deshalb. Also grundsätzlich ist es halt wirklich eine sehr verzwickte Situation, in der man sich befindet, weil man sich wirklich überlegen muss, wie sterbe ich jetzt nicht? Man ist wirklich kurz davor zu sterben. Hier wird einmal erklärt. Ja, das ist jetzt halt, wenn du das nicht machst, bist du halt, du gehst jetzt so auf 2. Wenn du das nicht gemacht hättest, wärst du auf, kriegst du 2 Schaden. Ansonsten wärst du auf 2 runtergegangen. Also entweder 4 Leben oder 2 Leben. Das ging Burn halt auch schon. Okay, ja, wird ein Mountain kopiert? Ja, dann ist der Chain Lightning auch frei. Ja, hätte ich wahrscheinlich das Wasteland getappt. Für die beiden Runden. Du hättest das Wasteland auf das Kopieren auf die Fastbin Stage zu. Ja, wenn du gar keinen Schaden hättest haben wollen. Ja, da hättest du das. Also, Fastbin Stage wäre ja noch ein legales Target gewesen. Aber man will ja die Punishing Fire spielen im Aufsandert. Ich glaube, hier rechnet man nicht mit Chain Lightning, würde ich an der Stelle auch nicht. Nee. Und hat deswegen das Wasteland offen gelassen. Ja. Aber grundsätzlich. Ja, jetzt ist man auf 4, dann frisst man Chain Lightning und dann. Ja, guckst du halt in die Röhre. Ja, gehst du auf 1, das heißt, du kannst selbst Punishing Fire ist egal. Nee, man geht nicht auf 3, man geht auf 1. Selbst Punishing Fire, den Goblin ist egal. Genau. Ja, nächste Runde, wenn du abgibst, bist du tot. Ja, wir sind einfach, glaube ich, auch bei sich den. Dings vergessen. Ja, das stimmt. Beat. Trigger auf dem Stack. Oh, ist Dark Doof. Nächste Runde wäre Dark Doof. Und dann Punching feiert man das Ding. Ich weiß, hier wird immer noch weitergespielt. Hier wird nur weitergespielt, um gespielt zu haben. Und dann geht man in seinen Zug und stirbt. Ja. Und der abgibt tot. Genau. Burn gegen Lance Sideboarding. Burn hat halt sowas wie Ant's Name Bridge, Blood Moon. Ja. So in der Art. Aber. Chalice auf 1. Chalice und vielleicht. Die beiden. Nicht die. Force. Die Dings, die alles kostet 1 mehr? Nee, weil sie selber auch verlangsamen und es eben dazu führen kann, dass sie halt schnell was droppt und man selber nicht mehr schafft. Ja, stimmt. Und versuchst du wirklich nur gegen Combo reinzunehmen. Hier hast du wirklich die Chalice auf 1 und die Force auf Vigor. Hat er aber die Ancient Tomb Main, oder? Wahrscheinlich. Da sind wir auch die Chalice. Nice. Und bei Burn, ja. Mhm. Burn hier, wahrscheinlich Blood Moon, wahrscheinlich Ant's Name Bridge. Ja. So was in der Art, würde ich von ausgehen. Das ist eine gute Hand. Das ist eine Turn 1 Chalice mit Punishing Fire nächste Runde. Das ist eine gute Hand für Lance. Fangen wir mal an. Mox. Natürlich Mox. So schöne Viecher, die Dinger. Oh ja. Aber auch so teuer. Und dann kommen die Chalice of 1. Die hat Bohnhof. Jo. Sina hat wahrscheinlich nicht damit gerechnet mit Burn. Ich gehe auch nicht davon aus, dass man da Fakt-Hate gegengeboardet hat. Kann natürlich sein, dass man es hat, weil man die Moxe gesehen hat. Mhm. Ja, okay, die machen halt Mana, ne? Oh, da so ein Shattering Spree reinzubohren, wäre halt auch nicht schlecht. Ja, das halt. Also Shattering Spree. Oder halt wirklich Smash für mehr Damage. Ich weiß nicht, welches Sideboard aktuell gespielt wird. Ja, ansonsten Land. Das ist Engine Noob. Ah. Ja, ist die Frage, was man jetzt hier macht. Ist die Frage, wenn man eine Crop hat, kann man natürlich. Ja, man hat hier eine Menge Optionen. Genau. Engine Noob. Ach, Crow funktioniert yours. Ja gar nicht. Haha, Chalice auf 1. Chalice auf 1, genau. Von dem Land. Allerdings, Sam Labry, davon spielt Flo, glaube ich, 3. Mittlerweile. Also echt abartige Anzahl, meiner Meinung nach. Ja, die spielst du minimal zum Wohnhof normal. Event da ist ein Ansem Bridge. Jetzt Eidolon? Eidolon, ich glaube, ganz hinten war auch ein Bloodmoon. Riftbolt. Oh, Riftbolt, auch sehr, sehr gut. Weil Riftbolt kann man so spenden. Und wenn er gecastet wird, hat er Mana Kost von 3. Hier schön Mark oben aufs Deck gelegt. Perfekt, wie man das runterspielt. Damit man den auch nicht vergisst. Richtig. Und dann gibt man
Das ist ein Library. Da ist ein Maze. Da ist... Ich glaube, das ist noch eine Sylvan Library. Ja, da zieht man nur eine. Ja. Logischerweise. Das ist nämlich das Fetchland. Ja. Dann kann man theoretisch... So. Fetch. Jetzt muss Burn sich halt bis auf Eidolon halt nur auf Spells verlassen erstmal. Ne? Das ist halt ein bisschen bitter. Ja, die Kreaturen sind im Burn dann nicht mehr da, das ist korrekt. Auf der anderen Seite, wenn jetzt hier zu richtigen Zeitpunkt ein Blappung kommt, kann das halt echt hart vernichtend sein. Ja, stimmt. Nachdem, wenn der Burn-Spieler, der Lands-Spieler da nicht 100% mitrechnet oder genau in dem Moment halt gerade nichts machen kann. Das tut schon weh. Ja, auf der anderen Seite hier mit Mox und Ding ist schon okay, denke ich. Ja, man hat beide Mana-Farben abgedeckt, die man braucht. Ja. Aber ja. Burn hier natürlich hinten dran, Chalice of 1 ist nicht schön, ist aber auf jeden Fall kein Grund aufzugeben, meiner Meinung nach. Nee. Und vor allem auch nicht innerlich aufzugeben. Das ist etwas, wo man durchfighten kann ohne Probleme. Man muss es halt nur wollen. Es ist halt, wäre viel besser, wenn Burn angefangen hätte und schon One Drop liegen hätte. Definitiv, ja. Aber so an sich, da gibt es schon genug, ich habe das schon oft genug gesehen, da die auch durch Trinisphäre und Chalice durchgewinnen. Ja. Da ist eine Life from the Low. Jo. Wird gerade noch mal kurz erklärt. Und dann... sind drei Länder aus dem Friedhofzug auf die Hand. Mit Dredge 3. Und ja, drei Länder nimmt man also die beiden Länder wieder auf die Hand. Ja, große Preisfrage ist jetzt halt wirklich... Was macht Burn auf der Hand? Und wie kann man hier sich weiter durchspielen? Ja, jetzt geht man erstmal auf 16... Burn hat halt die Bridge auf der Hand, das hatten wir ja schon gesehen. Ja, ich glaube, Blattmoon wäre hier wichtiger. Hat der Blattmoon? Ich meine, hinten wäre eine weißrandige Karte gewesen und ich meinte, die Blattmoons sind die einzigen weißrandigen Karten in dem Deck. Das kann sein, ich weiß es nicht. Ja. Ich meine, Ancient Bridge ist hier natürlich auf jeden Fall um einiges stärker aus dem Grund heraus, dass es halt Sachen abschaltet, ja. Wenn man Angst hat zu verlieren. Auf der anderen Seite würde Bloodmoon halt jetzt Fetchland abschießen. Man könnte die Library nicht mehr so effektiv aktivieren. Thespian Stage wäre tot und würde sich nicht an den zweiten Forest kopieren und und. Also hier ist, glaube ich, wirklich der Bloodmoon auf jeden Fall ein Go. Wenn er auf der Hand war. Wie gesagt, es kann natürlich sein, dass ich mich verguckt habe. Aber ja, weil Red Elemental Blast oder so wird nicht reingebordet worden sein. Es könnte noch weißrandig sein. Ja, mal abwarten. Genau. Auf der anderen Seite Lands ist natürlich mit Trigger, worauf wird gewartet? Ja, wird wahrscheinlich gerade überlegt. Ja, aber was denn? Ob man dredged. Ach so, ja. Weil jetzt musst du den Bloodmoon loskriegen. Schön. Die Bridge. Ja. Ja, man kann halt theoretisch zwei Karten ziehen, einmal dredgen und dann zwei Karten wieder drauflegen, die man in diese Runde gezogen hat. Ja. Das sind halt so die Tricks, die da machen kannst, die halt wirklich dämlich sind. Da wird es, glaube ich, auch gemacht. Er setzt den Draw. 1, 2, 3. Oh, die Valakut wäre gut gewesen. Valakut wäre gut gewesen. Reclaimer war, ist gut, dass er weg ist. Reclaimer im Lands. Mhm. Trotz Tabernakel und allem drum dran. Krass. Kannst du ja bezahlen. Ja, aber sieht man selten tatsächlich. Sieht man echt selten. Hier ist eine Crop Rotation und irgendwas anderes, was jetzt im Libia-Einfall wieder oben drauf gelegt wird. Ja, der braucht halt einen Force of Vigor, um da durchzukommen. Ja. Das war, glaube ich, ein Punishing Fire auf der anderen, auf der Hand. Ah, die Valakut Exploration, die wäre halt gut. Ja, die wäre gut gewesen, das stimmt auf jeden Fall. Hm. Aber nur mit einem Landdrop auch nicht so wichtig, oder? Ja, stimmt. Mit einer Exploration wesentlich besser, mit Fetch-Ländern wesentlich besser, aber du willst halt auch nicht dich totfetchen gegen Lands. Nee, das stimmt. Gegen Burn im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Dinge, die passieren können. Auf der anderen Seite, ja, was will man als Landspieler hier machen? Ist wirklich die Frage, weil man kann jetzt Life in the Loam spielen und denselben Trick wieder abziehen, aber ist das wert? Ich meine, wenn man nichts anderes hat, klar. Ja, man targetet dann halt einfach ein Land. Warum hat man vorher nicht gefetcht? Wahrscheinlich zum Leben preserven. Ja, kann man machen. Genau, Wasteland gespielt. Ja, Axe for Price.
Kann ich verstehen? Kann ich verstehen. So. Ja, gerade jetzt ohne Crop Rotation. Ne? Ja. So, da ist auf jeden Fall eine weißrandige Karte. Vorletzte Karte. Ist die Frage, was passiert? Da ist ein Canyon. Oh. Canyon zum Opfern. Der wird auch direkt Crack-Karte ziehen. Ha. Das war ein einmal drei Schaden ins Gesichtsbett. Nicht das, was man jetzt unbedingt sehen möchte. Nee, nicht wirklich. Chill-Gewalt. Okay. Man kann es probieren. Man ja, gerade wenn man sonst discounten genau. müsste. Es ist vollkommen fair. Ja, Lance stretcht sich jetzt wahrscheinlich hier die ersten beiden Karten weg, die man ja kennt. Waren drei, ja, waren auf jeden Fall zwei vernünftige Länder dabei. Da ist schon wieder eine Crop Rotation, ja. Da will man nichts von haben. Ne, die gehen in Random Order oben drauf, dann kann man jetzt fetchen. Also hier ist wirklich der. Es ist wirklich strong, wie man hier mit Sim Library und dem Dredge umgeht. Weil das ist für jeden Judge so ein halbes Chaos, was man damit machen kann. Das ist immer wieder wunderschön. Ja, da war ja auch am Anfang die Frage, kannst du den zweiten oder dritten Draw ersetzen? Ja. Das ist nämlich dann irgendwann mal so eine Frage gewesen, so, Moment. Weil irgendwie auf einer von den Library steht, glaube ich, drauf, du musst die zweite oder dritte Karte, glaube ich, zurücklegen. Irgendwie so. Auf eine von den Versionen steht, glaube ich, irgendwie sowas drauf oder drauf. Kann sein. Total verquer. Aber das war ja auch mal eine aktivierte Fähigkeit. Es war nie eine aktivierte Fähigkeit. Es wurde nur falsch gedruckt. Mit null Doppelpunkt. Kann man auch wieder probieren. Und wie gesagt, ich meine in dem Blatt, und es kann auch sein, dass es eine weitere Endstanding Bridge ist. Das kann sein. Weil sie auch so Silber am Rand ist, kann man das natürlich sehen. Hier kommt der Dredge. Exploration. Und ja, Chasm wäre auch ganz gut. Du hast da ist eine Valakut Exploration. Puh, da wird schon fast dafür gehen. Ja, geht er auch. Dann sind wir da auf 12. Das geht ja noch. Ja, das ist total in Ordnung. So viele Länder in der Hand. So viele Länder auf dem Board. Ja, das stimmt. Ist ja auch ein Netzdeck. Ja, hat dafür teilweise in erschreckend wenig Länder in der Starthand. Das stimmt, aber nicht nur auf der Starthand. Ich hatte schon so viele Spiele gegen, wo ich mit Storm mehr Länder im Spiel hatte als der Landspieler. Und, ja. Es ist halt jetzt wirklich dieses Problem, was Lance oftmals hat, weshalb ich die Versionen mit Ursus Saga sehr cool finde. Ja, weil du halt die Token generieren kannst. Mhm. Du hast nochmal mehr Pressure auf dem Board. Plus genau, man hat nicht diese Full-Control-Variante, die hier anscheinend gespielt wird. Wo halt wirklich man sich selber beim Sterben zuschaut. Und ich glaube, das mag niemand, egal welches Kontrolldeck es ist, niemand will sich selber beim Sterben zugucken wollen. Nee. Ist das kein Valakut gewesen? Müsste aber eigentlich. Weil er einen Landdrop gemacht hat, ohne die vorher zu legen. Vielleicht liegt die ja noch oben auf dem Deck. Vielleicht valued man die nicht hoch genug und hat die andere Karte genommen. Hm. Ist die Frage, ob die andere Karte war. Da werden Schaden geschossen? Ja, 4 ins Gesicht. Ja, kann man machen. Ja, ist halt die Frage, ob man so weit gehen muss. Man kopiert einen Mountain. Jo. Ich meine, man hätte noch ein Land gebraucht, dann hätte man das Ding einfach hardcasten können. Also es zeigt schon, dass es nicht so der sonderlich gute State of the Game ist. Ja, okay, aber 7 Schaden kriegt man mit den großen Spells, die im Burn drin sind, dicke raus. Ja, eigentlich schon. Und Glacial Chasm ist aktuell im Friedhof, also so schlecht sieht er dann gar nicht aus. Mhm. Das ist korrekt. Und ja, deshalb mal gucken. Ich meine, es ist ja nicht schlecht. Es steht ja 1-0 für Burn. Es kann ja besser werden. Ne, müsste 0-1. 1-0 für Burn. Ja, ja. Genau. Stimmt. Deswegen. Ja. Und dementsprechend kann man auch mal das zweite noch ein bisschen verlieren durch die Zeit, aber. Oh, jetzt fängt man damit an. Oh, oh mein Gott. Mein Burn ist schlechter als dein Burn, aber. Oh mein Gott. Ja, stimmt. Viel in meinem Leben. Wer hat eine Option für Burn dafür, wenn man weiß, irgendein Gravechart halt reinzunehmen? Ja, tatsächlich. Habe ich auch schon gesehen, dass Leute dagegen dann einfach hier Dinge reingeworfen haben, die Null-Mana-Version. Die Thomas-Scripts. Es ist eine Option, auch gerade mit den ganzen Friedhofssachen, die ihr halt mit Life and Alone machen kannst. Und das geht schon. Ich muss halt sagen, das ist halt
Das halt so von. Das ist halt, also. Durch die Brust und Augen. Ne? Es ist ein wunderschönes Deck, aber wenn man nicht anders gewinnt, als 19 Runden lang einen Schaden ins Gesicht zu pingen. Ja, ja, und der Gegner, und du halt haargenau weißt, der Gegner kann dich halt einfach mal jetzt in zwei Runden totknallen. Ja, es ist vor allem, es ist ja nur die Chalice. Es ist wirklich aktuell nur Chalice. Und das ist halt genau das, was ich am Anfang ja schon gesagt habe. Es ist kein Grund aufzugeben. Nee. Aber es nervt. Und es ist so eine leichte moralische Folter, glaube ich, für den Purge-Spieler. Also ich habe mit UR Delver, mit den Pros-Listen, die es früher viel gab, auch schon teilweise gegen Chalice nicht surrendert, weil ich wusste, ich habe diesen 2-Mana-Flieger und du kannst mit Pros und du kannst halt alles in die Chalice reinballern. Ja. Und damit kann man halt auch mal gewinnen. Ach, das ist die Ballercode. Man hat vorher den Airdrop gemacht. Okay. Vielleicht will man die Karte oben drauf haben. Das kann natürlich sein. Das wird nochmal erklärt. Ritra, Trollala, yada, yada, yada. Ja, jedes Mal, wenn ein Landfall kommt, kann man eine Karte vom Deck exilen und dann kann man sie am Ende des Zuges, also bis zum Ende des Zuges, wenn sie nicht gespielt wurde, einen Schaden schießen. Kann oder muss? Ha? Kann oder muss? Weiß ich gerade nicht genau. Ich meine, man kann. Ja, auf jeden Fall, wenn man die Ende des Zuges noch im Exile ist, wird die in den Friedhof gelegt und man verteilt einen Schaden. Ja, für jede Karte, die dadurch exiled wurde. Ja, stimmt. Das ist ja auch noch der Kasus Knackus dabei. Da können wir ganz schnell 3 Karten werden. Richtig. Das ist eine weitere Sandwich, okay. Man kann es probieren. Ja, es ist halt nicht relevant, weil man halt keinen 200 Browser hat. Aber. Selbst ein Eidolon wäre jetzt mittlerweile echt eine Überlegung wert, weil da zumindest mal 2 Schaden zwackt beim Gegner. Da wird ein Land kopiert. Ich glaube, der Mountain? Ich hoffe, der Mountain. Die Thespian Stage, die der Mountain ist? Oder der Forest? What? Ich hoffe, irgendwas. Einfach nur Schaden. Wieder Doppel Crop Rotation? Ne, Crop Rotation Exploration. Ah. Ja. Ah. Jetzt hier wirklich die große Preisfrage. Was tut man? Es tut halt wirklich weh, die Geschwindigkeit zu sehen, die das Spiel halt nicht aufbauen kann. Tja, das ist jetzt gerade echt mit einer gezogenen Handbremse, ne? Ja, aber es ist halt leider Gottes auf beiden Seiten. Es ist ja nicht so, als ob man hier sagen könnte. Ja, aber beides ist der Landspieler schuld. Ja. Ja. Wobei, das muss man ja wirklich sagen, jeder weiß, der schon mal gegen Lance gespielt hat, die Spiele sind verdammt langatmig. Erstens das und zweitens ist Lance auch nicht vergebend und zwar überhaupt nicht vergebend. Nee. Ein Fehler von Lance kann dir das komplette Spiel kosten und deshalb kann ich jeden Lance-Spieler verstehen, der koordinierter durchspielt. Sage ich mal ganz liebevoll. Hat er kein Target mehr? Anscheinend nicht. Doch. Bist du doch. Eins musst du. Nee. 2 Duels plus 1 Basic. Ach, der hat das 2. auf der Hand. Iiii. Das ist natürlich bitter. Und das hat ihn jetzt auf 6 runtergehauen. Das ist halt ein großer Unterschied, ob man auf 6 oder 7 Leben ist, weil 6 Leben ist halt durch 2 teilbar und so ein Price. Ja, wobei kann aber der Exquisite Firecraft macht 4 Schaden. Genau, aber du hast trotzdem sowas wie Price. Ja, wo stimmt. Wo du 3 Länder oder jetzt nur noch 2 Länder bei haben der Landbasis ist Price halt echt. Es sind eine Menge Basics dabei, unterschätzt das nicht. Stimmt, die ganzen Thespian Stages sind ja mittlerweile Basics. Richtig, plus noch ein Wasteland. 4 Nicht-Basics plus hat Wasteland. Ja, das heißt, man könnte auf 4 Schaden runtergehen. Ja. Hier werden 3 Länder genommen. Oh. Das ist. Man kann jetzt natürlich auch hergehen und kann das Glacial Chasm juggeln. Das stimmt. Dinge, die Lance machen kann. Man kann jetzt. Dann geht das Spiel halt für immer. Endlos Glacial Chasm juggeln. Dann geht das Spiel halt literal für immer. Auch wieder schade, der muss resolven. Ja, wenn er nicht resolven wäre, wäre es halt so cool. Dann könnte man halt sich selber targeten, könnte dann für 2 rote Mana die Kopie woanders hinschicken. Das ist. Viele der Spells sagen ja mittlerweile auch ein Resolution. Und, Da wird geshortcutet, du kriegst einen Schaden. Cool. Nur noch 17 Runden.
Das ist auch so bescheuert, wenn ich sehe, dass ein Gegner ein Uro spielt und irgendwer nimmt ein Punishing Fire so random aus auf die Hand, ist dann halt auch so. Ja, auch schon gesehen. Da ist noch ein Reclaimer. Krass. Boah, da wird's schon fast, wäre schon fast eine Idee, ob man sich. Crab, auch so bad. Ob man sich nicht irgendwie in Carven reinschmuggeln kann auf Elfen, wenn man die Chalice boardet. Ja, Carven of Swords wäre halt echt nice. Dann einfach sagen, Elfen, fick dich, dann macht's halt sonst nur farbloses Mana und du kriegst wenigstens die Elfen durch, die Carven durch. Ja. Wäre auch gegen Chalice-Matchups, also gegen Matchups, die Chalice boarden gut. Ja. Hier ist das. End of Turn, ein Schaden. Ein Schaden, du bist. Also er macht jetzt literal jeden Turn ungefähr einen Schaden. Nee, zwei. Na, jeden zwei. Turn ein Schaden und insgesamt ist er wieder dran, ist zwei Schaden, ja. Wow. Ja, jetzt hat man sechs Mana und kann damit Ding hardcasten. Das ist die Frage. Ja, ich glaube, das war das Go. Ja. Frustrierend. Ich kann mir das so vorstellen, wie frustrierend das ist. Punching Fire 1 ins Gesicht. Cool. Boah. Copiert man sich ein Punching Fire Land. Damit man jetzt zwei Punching Fire spielen kann. Dann kann man zwei Schaden schießen. Ja, dann sind das auf einmal drei pro Runde. Fünf Runden, bis man gewonnen hat. Es tut so weh. Ich weiß schon, weswegen ich mich immer so schwer tue mit Punishing Fire. Es tut so weh. Ich meine, ohne würde hier gar nichts laufen. Darf mal abgesehen. Das stimmt. Oh, Leco Mio, ey. Deswegen, also es ist schon bitter. Da wird gedredged. Da ist ein Wasteland. Das ist kein Dredge, das ist ein Sim Library. Das ist ein Wasteland. Ich glaube, da war da ein Fossil Vigor bei. Ja, bringt halt immer noch nichts, wenn man kein Dark Depths hat, ne? Ja. Oh Gott. Das ist echt krass. Also, wie auch dieses Landstack halt nichts tut und trotzdem ewig lange braucht. In so einer Situation, wo beides festgefahren ist. Und langsam und sicher kommt es halt trotzdem zu einem Ende. Ja, ja, das Spiel stagniert gefühlt, aber du kannst dir halt auch nicht ewig Zeit lassen, weil sonst du do it. Ja, das ist für halt den Burn-Spieler. The Eternal Garden. Port. Ah. Nicht unbedingt das mächtigste Land. Das macht jetzt gerade gar nichts, glaube ich. Träger? Ja, Wasteland, komm mal ruhig. Ja, Port kann man Länder mit tappen. Bekannt aus Death and Taxes, Goblins, Meervolk und ähnlichen Decks, aber eben auch aus Lands. Ja, ich habe auch schon die Herrlichkeit von Port in Zusammenhang mit der Sphere of Resistance mitbekommen. Ja, ist großartig. Oh, da machst du halt gar nichts mehr, ne? Ja, es ist ein ähnlicher Stillstand wie jetzt gerade. Nee, da passiert noch weniger, weil der Landspieler selber nichts macht. Ja. So, dann kriegt die einen Schaden, also 14. Jetzt dann gleich zwei Punching Fire, also zwei Damage. 6 Mana tappen, 2 Damage schießen. Ist noch eine Chain. Chain Lightning. Gewinne. Was ist denn da noch auf der Hand? Ich glaube, es ist eine Endstand Bridge, die man auf der Hand Ach, behält. Da ist nur noch eine Handkarte. Ja, ja. Oh, Leute. Deswegen, es ist nur noch eine Handkarte und hier geht es wirklich so gerade ums. Um die Wurst. Kommen Sie herbei, haben Sie Spaß. Boah, ja, jetzt. Jetzt schieße ich dich zweimal. Ja. Warum? Weil ich es kann. Richtig. Schieße ich den Schaden. Zwei Schaden. Zwei Schaden. Kriegst ein Leben. Verhand. Zwei Schaden. Oh, das sind sogar 3 Schaden, wenn man möchte. Ja, da muss man aber die zweite Stage auch noch machen. Noch ein Damage. Also geht man jetzt auf 12. Und enttappt dann. Krass. Nur noch 4 Runden. Oh, es kommt. Oh ne, dann gibt's ja Spiel 3. Oh. Alter, Fall. Wenn es eigentlich wirklich so ein Prizer kommt. Oder halt ein Dark Dwarf. Och Gott, jetzt stretch mal ernst. Ey, aber der Dark Dwarf nützt nichts, wenn man nichts hat, um die Brücke wegzukriegen. Yo, das ist auch korrekt. Es ist wirklich. Es ist so ein Trauerspiel gerade. Das zeigt halt auch, welche Schwächen Lance halt auch hat. Weil gegen viele andere Decks, die jetzt nicht so Chalice-anfällig wären. Hättest du schon lang verloren. Mhm. Also das gegen Texas hättest du lang verloren. Ich wäre mir noch so sicher, ob der das bis jetzt gegen Uerdell so hätte ziehen können. Ah, Chalice of 1 gegen Uerdell war schon ziemlich gut. Ja, du hast aber mittlerweile auch ganz viele Two-Drops oder mehr. Das hätte ja allein Counterspell gereicht. Ja, stimmt, oder? Deshalb, also das da kommt, ist
Dark Doof, Tentakelmonster, Trigger. Ich dachte gerade, das wäre ein Forza-Vigor. Nee. Jo. Steht da drauf, man darf die spielen oder man darf die casten? Spielen. Das heißt, man kann Linda spielen, wenn die Teil stimmt. Ja. Hier wird mal ein 2020 fliegend unzerstörbarer Avatar-Token Legendary gezeigt. Jo. Das Cthulhu des Magic-Universums. Richtig. Alter, ist der Friedhof voll. Oh, jetzt so ein Price of Progress. Hier wird auch ganz, ganz schnell jetzt gehandhabt. Hier hätte man warten können. Ich glaube, das war jetzt einfach nur... Das war einfach nur ein Yes, Damage, es passiert was, Yes, ich kann gewinnen. Und jetzt geht es wirklich, glaube ich, darum, womit kann ich was kopieren? Womit kann ich wie kopieren, um womit was zerstören, um irgendwie noch Schaden zu gewinnen. Und jetzt wird es interessant, ob dieser eine Damage durch den Fetch, durch den nutzlosen Fetch, relevant ist oder nicht. Ich glaube, da wird ein Dark Doof gemacht. Ja klar, dann verliert man zwei Länder. Jo. Das ist schon mal gut. Die andere Festbin-Stage ist ja getappt. Das heißt, man hat sich jetzt schon mal zwei Länder weggestort. Das heißt, man kann noch... Das reicht doch hinten und vorne. Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, man kann ja auch Crab Rotation in die Chalice spielen. Stimmt, man muss ja ein Land opfern. Wenn es zu Edge kostet, muss man ein Land opfern. Boah, Alter, ey. Oder jetzt ein Fling. Mit dem Outstack gewinnen wir natürlich nice. Sack mir was weg. Dann habe ich noch die Crab. Das reicht aber trotzdem hinten und vorne nicht. 1, 2, 3, 4 Nicht-Standardländer. Er kriegt nur noch eins weg. Es sind 5 Nicht-Standardländer aktuell. Ja, aber das eine Festpin-Stage ist ein bisschen... Nein, das ist eine Groove. Ja. Es ist vorbei! This is over. 2-0 für Burn. Ja, sehr, sehr cool. Oh, das tat schon ein bisschen weh, das Relief ein bisschen Gott in der Seele. Sowas kann halt auch passieren. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem, trotz allem Spaß. Und, ich nicht. Du nicht als Kommentator, natürlich sehr, sehr nice. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.